Hallo, in diesem Video geht es um das Multiplizieren bzw. Malnehmen. Damit du verstehst, was es mit diesem Thema auf sich hat und damit du auch in der Lage bist, solche Aufgaben zu rechnen, empfehle ich dir, bis zum Ende vom Video dran zu bleiben. Hallo, ich heiße Dennis. Auf meinem YouTube-Kanal bzw. meiner Website guterklärt.de erhältst du Mathematik und auch andere Schulfächer ganz einfach erklärt. Kommen wir zum Thema Multiplizieren bzw. Malnehmen. Damit man versteht, wofür man das überhaupt braucht, hier einmal ein paar Kästchen. Die Frage ist jetzt, wie viele Kästchen sind das? Oder hier. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit 1 ist, wir zählen mal. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 Kästchen. Oder hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So kann man das machen. Kostet ein bisschen Zeit. Und vor allem, wenn es jetzt noch viel mehr Kästchen werden, dann wird das gar nicht so einfach mit dem Zählen, dann seid ihr lange beschäftigt. Es gibt allerdings eine Abkürzung für das Ganze. Und die funktioniert so. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Also 5 Kästchen untereinander. Mal, dazu komme ich gleich, 1, 2, 3, 4 nebeneinander. Also um auf die Anzahl der Kästchen zu kommen, müssen wir 5 mal 4 rechnen. Ich verrate euch jetzt schon einmal, dass das 20 ergibt. Wie man das rechnet, sehen wir uns gleich als nächstes an. Das gibt es auch hier drüben. 1, 2, 3, 4. Also 4 mal 1, 2, 3, 4, 5. Und 4 mal 5, das ergibt ebenfalls 20. Wir haben also jetzt nicht gezählt, wie viele Kästchen da waren, beziehungsweise wir haben nur einmal Zeile und Spalte gerechnet. Also Zeile und Spalte haben wir einmal kurz gezählt und dann haben wir gerechnet. Auch hier Zeilen mal Spalte. Und wie das jetzt geht, auch in Verbindung mit der Addition, das sehen wir uns nun rechnerisch an. 2 plus 2 plus 2. Kann jeder ausrechnen, hoffe ich zumindest. Ergibt 6. Es geht allerdings auch anders. Wir haben 1, 2, 3 mal die Zahl 2. Das gibt logischerweise dann auch 6. 1, 2, 3 mal die Zahl 2 gleich 6. Das heißt, wenn eure Kinder oder du selbst mal so eine Aufgabe ausrechnen solltest, und das hier wäre die Aufgabenstellung, boah, machen den Strich mal ein bisschen gerader. 3 mal 2, dann kannst du das auch so hinschreiben, 2 plus 2 plus 2 gleich 6. Also ergibt das hier 6. Nächstes Beispiel, 8 plus 8 plus 8. 8 plus 8 ist 16, plus 8 ist 24. Oder mit der Multiplikation, wir haben 1, 2, 3 mal die Zahl 8. Ergibt 24. Wir haben 1, 2, 3 mal die Zahl 8. Das heißt, wenn ihr 3 mal 8 ausrechnen sollt, dann könnt ihr eben hinschreiben 8 plus 8 plus 8 gleich nun 24. Noch ein Beispiel. 2 plus 2 plus 2 plus 2. 2 plus 2 ist 4, 4 plus 2 ist 6, 6 plus 2 ist 8.
mit einer Addition ausgerechnet. Multiplizieren sieht so aus. 1, 2, 3, 4 mal die Zahl 2 ergibt 8. Wichtig, wir haben 4 mal die Zahl 2 und nicht 2 mal die Zahl 4. Wir haben 4 mal 1, 2, 3, 4, 4 mal die Zahl 2. Das ergibt 8. Natürlich, wenn man das umgekehrt machen würde, 2 mal 4, das ergibt auch 8. Aber in dem Fall hätten wir 2 mal die Zahl 4. Also 4 plus 4 gleich 8. Also hier oben 4 mal die Zahl 2 und hier unten 2 mal die Zahl 4. Manchmal wird auch nach den Namen gefragt, also wie man diese Zahlen hier jeweils nennt. Und das hier vorne, das ist der erste Faktor. Erster Faktor. Die zweite Zahl hier, das ist der zweite Faktor. Also die erste Zahl ist der erste Faktor, die zweite Zahl ist der zweite Faktor und das da hinten, das nennt man Produkt. Also das, was man ausrechnet bei einer Multiplikation, das Ergebnis, das nennt man ein Produkt. Du solltest das Ganze mit dem Multiplizieren auch einmal selbst üben, damit du fit in dem Thema wärst. Unter dieses Video packe ich dir Übungsaufgaben. Mach die mal, es gibt auch Lösungen dazu. Ansonsten, mich würde es sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest und dann bekommst du auch in Zukunft weitere Mathematikvideos von mir.